Hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich ein Video geschaut. Ich grüße den lieben Dimitros Samaris. Der hat mich auf einen Horror-Slasher aus dem Jahre 2020 gebracht. Sei schon mal gegrüßt von mir. Ich hau dich nachher auch noch mal unten rein. Schaut doch lieber oder schaut doch auch mal bei dem Dimitros Samaris vorbei, der wird sich da bestimmt drüber freuen. Und zwar hat er mir den Film Red Screaming vorgestellt und im Originaltitel Al Moria la Martine. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ja, es ist ein Slasher, Der Film wurde am 3. September veröffentlicht. Den hätte ich mir gerne im Kino angeguckt. Also das ist jetzt ja ein Slasher-Film im Kino, wo im Kino der Slasher-Film gezeigt wird und ein Killer sich im Kino rumtreibt. Die junge Anna ist Studentin und soll irgendwas, bereitet sich auf ihre Arbeit vor und ihr Vater arbeitet in einem in einem Kino, was Montevideo, habe ich mir hier aufgeschrieben, wo er arbeitet. Er ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und er sollte eigentlich um 20 Uhr zu Hause sein und seine Tochter sagt, ja, was machst du eigentlich hier? Und ja, nee, mein anderer Kollege ist nicht gekommen, der hat sich krank gemeldet. Ja. Daraufhin schickt sie ihn nach Hause. Und sie übernimmt das halt und ihr Vater sagt halt, ja, nee, irgendwie vertraue ich dir da jetzt nicht so viel an. Und sie sagte, ey, weißt du was, Papa, ich bin da seit ich 5 war, war ich hier mit und habe den Projektor bedient. Und ja, er sagt dann auch so, ja, was machst du denn, wenn der Film reißt und sowas alles und dann mache ich dies und das. Und sie hat ihn auch noch ein Taxi bestellt. Daraufhin fährt er weg. So. Ganz am Anfang sieht man noch einen Mann, ne, der vor dem Kino steht und ja, irgendwie so ein großes Gurkenglas hat. Er sich da was rausfischt, was aber keine Gurke ist. Nachher weiß man auch, was er da isst. Es ist ziemlich ekelhaft. Ja. Auf jeden Fall, er schleicht sich gar nicht ins Kino. Er kauft eine reguläre Kinokarte und geht dann einfach in die Vorführung. Die Vorführung ist gerade vorbei und hier sieht man eine Szene, wo ganz, ganz viele Menschen die Treppe runtergehen und ein Kind verliert Bonbons aus der Tüte und die Bonbons kullern halt die Treppe hinunter und die Mutter sagt zu dem Kind, Diego, was machst du da? Und da sieht man dann den Killer, wo er dem kleinen Kind das Bonbon hinhält und das Kind nimmt dann den Bonbon. Das fand ich schon ziemlich weird. Eigentlich nimmt man nie was von Fremden. Das war schon recht weird. Dann ist der Killer halt drinne. Der Film läuft noch. Ja, dann hat man noch so ein paar Leute, ein, ich weiß nicht, ist das ein Obdachloser oder ein Älterer, der will halt nicht zahlen und der Vorführer kommt halt zu ihm hin und sagt so, nee, Sie müssen jetzt zahlen. Nee, ich kenne den Film. Nee, steh jetzt nicht auf, ich zahle jetzt nicht. Und er sagt dann so, ja, er gibt den kleinen bei und dann geht der Film los. Hier hat man dann auch noch ein bisschen nervige Teenies, ich weiß nicht, die jüngste, ja, was macht die sein? 13, 14 oder so, also noch ziemlich jung, also konnte ich schlecht einschätzen, also auch so eine möchte gern Jugendlichen, die einen ziemlich auf den Sack gehen im Kino, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt und ja. In diesem Film sieht man auch noch einen kleinen Jungen, der sich noch vor der Vorführung versteckt hat, um in diesen komischen Horrorfilm oder so. Ich wusste jetzt auch nicht, was das für ein Film war. Das war irgendwas mit Monstern und auf jeden Fall läuft der Film da halt die ganze Zeit. Und meine Güte,
Ich muss schon sagen, dass dieser Film durch die FSK-Prüfung gekommen ist, also mit einem R-Rating. Alter Verwalter, also da sind Kills, die hättest du sonst in der SpioJK-Fassung gehabt. Ja, der erste Kill ist auch schon ziemlich heftig. Da wird dem Vorführer draußen oder im Innenbereich unten, da ist er ganz alleine, da trifft er auf den Killer und er schneidet ihn einfach die Kehle durch. Dann, ja, werden halt auch zwei Turteltäubchen aneinander gehauen mit einer Brechstange, was ziemlich brutal aussieht. Er haut die beiden da auch zusammen, wo sie gerade am Rumknutschen sind. Und ja, puh, vom Stahl geküsst, würde ich mal sagen. Ja, Giallo, genau, das fehlte mir. Es ist ein, ja, ein Horror-Giallo-Film. Also ich mag Giallo-Filme gerne sehen. Ich kann die negative Kritik und auch die Bewertung von diesem Film, die sind ja so unter aller Sau von 2 Sternen, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ja, ich möchte euch jetzt auch nicht viel mehr über den Film verraten. Dieser Film spielt im Jahre 1993. Ja, hat eine Lauflänge von 1 Stunde 28. Und der Film hat mich sowas von umgehauen, von den Kills her. Meine Güte, SpioJK würdig. Ja. Also regulärer Titel Red Screening heißt er. Und Al Mori Moria La Martine. Also. Fantastisch, der Film. Fantastisch. Also von diesem Film gibt es jetzt auch die Amare. Das haue ich euch unten auch nochmal rein. Und es ist ein hervorragender Filmtipp gewesen. Wie gesagt, ich kann die schlechte Rezension von dem Film nicht verstehen. Und dass der Film langweilig ist, ist mir nicht aufgefallen. Also von mir, ja. Volle Punktzahl, weiß ich nicht. Also, er hat mich gut unterhalten von diesen Giallo-Filmen und Horrorfilm im Film mit Killer drin. Habe ich auch schon so richtig viele Filme gesehen. Dieser hier hat mich mal wieder richtig begeistert. Und damit beende ich das Video und wünsche euch noch einen restlichen Sonntag.